auf zu Lyersburg. Irgendeine schnelle Art und Weise von A nach B zu kommen, wäre mir jetzt wirklich sehr lieb. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit immer nur hin und her rennen. Und ich hätte eigentlich mehrere Quests gleich auf einmal abschließen können. Das wäre ganz okay gewesen, aber dann gut. Wir wollen es mal diesmal wirklich alles der Reihe nach machen und nicht so auf dem Haufen alles, wie ich es zum Beispiel am Anfang mit Skyrim gemacht habe. Das, ja, das kommt dann ist eventuell ein bisschen zu Overkill und man kommt dann mit der... Man weiß dann eventuell nicht mehr den Zusammenhang zwischen den einzelnen Quests. Fällt mir dann sehr oft auf. Also dann. Yeah. Jawohl, das schützt Stich wie eine Biene. Assassin Skin anpassen. Cool. Zwerge, Bullimox und Kammerjäger, na toll, super. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimong reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Monk für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Gemeinheit. Na gut, dann machen wir jetzt mal Symbiose, ne? Ja. Southern Shelf. Schnellreisestation, Southern Shelf. Moment mal halt, wo muss ich hin? Southern Shelf Bay muss ich. Das erklärt natürlich einiges. Gehen wir also darunter. Vor allem dieses Teil, was wie ein. Wie ein Laser da. Oder wie ein. Ding. über allem schwebt und alles beobachtet, ist schon sehr interessant. Sind die Gegner jetzt eigentlich wieder hier unten gespawnt? Ne, die spawnen erst, wenn man wieder das Spiel reinkommt. Solange man im Spiel ist, ist alles friedlich. Sobald man rausgeht und wieder reingeht, ist wieder alles voller Gegner. Ziemlich abgeschissen. Dann macht man sich die Mühe und macht erstmal alles sauber. Aber was man wirklich machen sollte, wenn man es eilig hat, hier einfach aus dem Spiel rausgeht. Dadurch, dass die Gegner sowieso alle wiederkommen, hat man eh nicht verpasst. Es sei denn, man macht irgendeine Quest kurzzeitig weiter, weil dann wird der Fortschritt der Quest gespeichert. Und dann hat man selbe Probleme wie vorher auch. Sieht irgendwie genial aus hier. Schön. So, Sauf und Shelf. Mal gucken, was wir hier machen können. Geld, Gesundheit, Munition nimmst du automatisch auf, wenn du darüber hinwegläufst. Dankeschön. Das habe ich so lala mitbekommen. Update, Tab, na gut. Hier unten kann man irgendwie nicht ganz Belohnungscode einlösen. Enter. Ah, dieses Token da. Maximale Gesundheit. Was? Aha. Wieso kann ich ihn wählen? Badass, Rang, wähle eine Belohnung. Wieso kann ich denn allgemein das andere hier nicht? Ich kann es nur so auswählen, aber ich weiß nicht, wie viel es da bekommt. Und wieso habe ich gerade keinen Ton? Jetzt habe ich wieder Ton. Dankeschön. Wieder Badass-Rang. So. Na gut, maximale Gesundheit, Schusswaffenvorrate, Schildladegeschwindigkeit. Werden wir nehmen? Ja, plus 0,7. Toll. Na gut. Enter war also diese eine schöne Taste. Oh. Hier gibt's Medikits und Schilde. Medikits und Schilde. Ja, Schilde sind noch was Feines. Aber 4 Sekunden ist schon extremste Ladeverzögerung. Das brauchen wir jetzt nicht. Vor allen Dingen 1% ist übelst wenig Ladegeschwindigkeitsverzögerung. Da könnte man eventuell schon fast was anderes nehmen. Aber ich weiß ja nicht, was hier das maximale Level ist. Na gut, begib dich nach Blackburn Cave. Wo ist denn das? Ach du Scheiße. So, also wir haben uns erstmal rechts halten und den alles hier mal kurz erkunden. So. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nein! Wow, yeah, da haben wir nochmal ordentlich viel Schaden gemacht. Die Frage ist, ob das sich addiert, 600 und 100% zu 700%, oder ob sich das multipliziert. Das wäre dann 600% extra und dann das Ganze nochmal verdoppeln. Das wäre ziemlich lustig. So. 21, 22, 23, 24, zack. Hab eventuell nicht so sehr viel Schaden gemacht, wie ich wollte. Aber es reicht doch deswegen aus.
Eigentlich mies, dass ich das Bullymarkar nicht extra mitnehmen kann, um das später eventuell noch irgendwie an den Mann zu bringen. Okay. Aber das Gute ist, wenn man nicht trifft, einen Gegner, dann bleibt man auch nicht in diesem... Oder dann bleibt man trotzdem in diesem Modus drin. Das ist ganz cool. So, was haben wir denn hier Feines? Ah, schön, eine Waffe, eine Waffe. Ah, ich sollte mir eventuell darüber später Gedanken machen. So, machen wir das Ding erstmal tot hier. Na komm. So, oh, da haben wir eine übelste Sorte Schaden gemacht. Und uns wieder Leben zusammengeholt. Okay. Ja, das lässt sich ja alles normal aufnehmen. Das brauche ich mir keine großen Gedanken zu machen. Und es ist wieder resettet worden. Super. Wir haben trotzdem noch genug Munition. Und es geht weiter im Text. Aha. Oh, das könnten wir hier hinten eventuell noch mitnehmen. Was haben wir denn? Oh, na, es ist nicht so eine schöne Schrotflinte, wie ich vorhin hatte, aber plus 13 ist, glaube ich, der Standard-Schrotflinten-Bonus. 21, 22, 23. Wieso greift er mich an? Sieht er mich, oder? Oh, scheiße. Ich habe zu spät angegriffen. Das sollte ich eventuell in Zukunft vermeiden, allgemein. Oh, hallo? Treffe ich den jetzt mal? Dankeschön. Ich dachte schon, das wird nie was, wirklich. Ich mach mich unsichtbar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, zack! Das ist irgendwie cool, man muss nur eine gewisse Zeit warten und schon... Wann erhöht sich eigentlich die Wahrscheinlichkeit, kritisch zu treffen? Nur wenn man die... Naja, an den Köpfen zielt oder allgemein auch wenn man anvisiert. Das wäre nämlich auch ganz lustig. Wieder einer weniger. So, und jetzt machen wir dich erstmal fertig. Yep. Hilfe, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, zack! Ach du Scheiße, nein, jetzt haben wir ein Problem. Erwachsener Bullymark. Das Coole ist, dass man in dem Modus hier nicht sterben kann. Nein, 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 nein. So, man kann bloß wieder sein Leben regenerieren und das ist eigentlich total sehr nachgebend, sag ich mal, vom Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass man überhaupt keine Chance mehr hätte. Gut, wir haben wieder ein Token. Okay, gut. Ich dachte hier, macht gerade hier mein PC einen kleinen Ausflug in Richtung Himmel, aber nee. Es war irgendjemand, der Staub gesaugt hat. Das ist irgendwie total irritierend, wenn man jedes Mal irgendwelche Geräusche hört und denkt, ist das jetzt der PC oder? Okay, Schusswaffen, nein. Granaten, Feuerrate, Rückstoß, Nachladegeschwindigkeit. Genau, die Nachladegeschwindigkeit ist das, was wir brauchen. Sonst haben die Viecher alle nichts mehr weiter gehabt, na nö. So, jetzt können wir endlich mal uns weiter erkunden, weiter orientieren und erkunden, so rum. Okay. Laufen wir mal. Lauf, Forest! Also das ist eine allgemein sehr schöne Karte, muss ich wirklich sagen, also. Oh, hier haben wir doch was. 21, 22, 23, 24. So viel Schaden habe ich schon dem nicht gemacht, wieso nicht? Ich brauche demnächst mal wieder ein Level up her. Okay, jetzt kümmere ich mich. Oh mein Gott, die schießen mit Stein. Also nicht, dass ich mir das jetzt erst aufgefallen ist, aber wieso komme ich hier nicht weiter hoch? Komische Box da. Ja gut, das bedeutet, ich muss irgendwie hier lang und dann nach rechts hier hochspringen. Dankeschön. Dass man nicht alles macht, um die Viecher zu killen. 23, 24, 25, 26, 27, yeah! Extrem kritisch getroffen. Ah, ich mache eventuell nochmal mehr Schaden, wenn ich vielleicht die Köpfe von denen mit einem Nahkampf treffe. Das wäre natürlich auch genial. Ja, yep, ich glaube, das war zum Beispiel ein Nahkampfschlag. Nahkampftreffer, der getroffen hat. Ja, okay, so viel zusätzlichen Schaden mache ich jetzt irgendwie auch nicht durch diesen Bonus. Scheiße, 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 scheiße. So. Also, jetzt hat er mich runtergehauen. Dankeschön. Du bist so ein gemeines Tier, bist du. So ein gemeines Tier. Jetzt komm wieder her, bevor... Nee! Will er mich verarschen? Wehe, du springst da jetzt runter, ey. Ich verschwinde. In beiden Fällen werde ich dich umbringen. So. Das gibt's einfach nicht. Da macht man sich wirklich mal die Mühe und trifft
und nach, Mann. Das ist einfach nur beschissen. Uäh. Na komm, jetzt. Klein wenig hier noch. Oh, oh, oh. Nicht schon wieder. Okay, kann ich den 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, zack. Okay, ich muss wirklich von vorne angreifen. Ich habe ja noch nicht dieses komischen Bonus da, der mir mehr allgemein Schaden gibt, wenn ich denn von hinten angreife. Und deshalb brauche ich mir auch keine großen Gedanken zu machen, hinter die Gegner zu gehen. So, jetzt komm mal ein bisschen her hier, Junge. Hinter mir ist schon wieder ein Gegner. Das heißt, die springen alle immer viel zu oft. Okay, das ging jetzt dummerweise nicht anders, weil der hat... Ich glaube, sonst wäre der Modus deaktiviert worden. Ja, manchmal kann man halt nicht schnell genug kämpfen. So, und bald habe ich auch keine Munition mehr für diese Waffe. Das ist schon ein bisschen gemein. Ah, jetzt komm her. Dankeschön. Sag mal, wo geht's denn hier überhaupt noch weiter, ey? Das ist ja eine Riesenkarte. Ich dachte, das hätte sich jetzt irgendwann mal erledigt hier, aber das geht ja doch da wegen zig Meter. Könnte man hier gleich mal ein bisschen rauszoomen hier, weil ich weiß ja... Oh, das ist schon das Maximum. Das bedeutet, so weit kommen wir hier gar nicht mehr. Sehr gut. Und dann... Eisflows. Super. 20, 22, 23, 24, 25... Oh, shit. Jetzt habe ich Fernkampf gemacht. Das war eigentlich nicht gewollt. Na gut, so. Komm her und mit meiner Explosivmunition werde ich dich vernichten. Zack. Wenn ich den mal treffen werde. Oh nein. Ach, das hat mich doch noch nicht mal getroffen eigentlich. Das ist doch direkt über mich geflogen. Och, Beschiss vom Feinsten hier. Beschiss vom Feinsten. Ach du Scheiße, nein. Oh Gott, nein. Jetzt kann ich echt nur hoffen, dass ich den jetzt noch treffe. Ich muss den... Oh nein, oh nein. Nee, ich bin tot. Wenn der jetzt noch wegrennt oder irgendein anderer Gegner... Ja, das... Ich hätte den eigentlich noch getroffen, aber der Modus geht zu schnell runter. So ein Mist. Für diesen dämlichen Modus brauche ich eine Waffe, die sehr, sehr viel extra Schaden macht. Naja. Oh, Mann. 150 Gold. Einfach so fürs Nichts. Oh, Mann. Es ist so ein Beschiss, wenn man hier stirbt. Ich wollte das eigentlich wirklich auf ein Minimum reduzieren. Na gut. Werden wir uns erstmal hier ein klein wenig auf dieser Karte umschauen und dann demnächst nach rechts gehen. Kann man die eigentlich abschießen? Ja, die kann man abschießen. Cool. Na ja, okay, ich habe mein Projektil, trifft dann wahrscheinlich niemals. Kann ich denn eigentlich nicht schwimmen oder was ist mit mir los? Hebel ziehen! Lalalalalalala. Oder man kommt ja allgemein. Boah, Hixen ist sowas Schlimmes. Mann, ey. Was kann ich hier keine Munition mitnehmen? Das ist wahrscheinlich alles Sniper, hä? Hallo? Nee, hier oben kommt man nicht weiter. Obwohl, hier hinten könnte man weiterkommen, hä? Ja, genau, diese Insel könnte man eventuell noch ein bisschen erkunden. Wäre noch alles möglich. Was haben wir hier? Beware. Ja, ja, okay. Dann passen wir halt ein bisschen auf. Finde Bullmong reitenden Zwerg. Ja, dann finden wir meinen Bullmong reitenden Zwerg, nicht? F. Habe ich den jetzt One-Hit gekillt? Das wäre ziemlich cool. Oh, komm, jetzt wieder eine weniger. Und du auch. So. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Okay, das dürfte eigentlich jeder jetzt das Zeitliche gesegnet haben. Was haben wir hier? Wundervolles Zeug. Hier ist weiter nichts. Na gut, schauen wir uns weiter um. Wir werden dann hier nach links ausweichen, nur für den Fall. So, sind hier irgendwelche Typen? Nee. Doch, da sind sie. Nee, da sind sie nicht. Das bin ich. Wir wollen ja uns selbst nicht umbringen. Das wäre ja ziemlich beschiss, hä? Wir machen uns die Mühe und killen uns dann selbst. Nee, das... Nee.
Das gehört irgendwie nicht so ganz zum Plan. Okay. Und alle. Hep. Wow. Den hätte ich doch eigentlich treffen müssen. Schnelleren Nahkampf. Das wäre ziemlich praktisch. Hilfe. Danke. Aber dieser von dieser Explosivmunition habe ich mir eigentlich irgendwie mehr erhofft. So, hätten wir den. Scheiße. Ich darf jetzt erstmal nicht verrecken und muss warten, bis mein Schild sich wieder normalisiert hat. Nein! Scheiße! Ich wollte doch mein Schild drin regenerieren haben. Ja. Na okay, gut. Jetzt kann ich wenigstens anständig hier erstmal jemanden killen. Wenn ich den mal treffen würde. Okay, nee. Bitte, bitte, bitte. Danke. Scheiße. Da wird man ja so derbe verarscht manchmal, wenn man die Gegner nicht trifft. Hallo? Jetzt. Wenn man auf die Eier schießt, dann trifft man eigentlich so relativ oft. Ah, eine schöne Schrotflinte. Kommt die irgendwann mal hier runter? Oder muss ich irgendwie zu denen hoch? So, nehmen wir erstmal alles mit. Eventuell... Wo wären denn die? Naja, okay, sie sind weg. Lassen wir sie einfach mal weg sein. Wow, Alter, wie viel ist denn bitte hier in diesem Klo? Ich bin voll. Das ist nicht mehr wahr, oder? Ist nicht wahr. Vor allem jetzt. Muss es ausgerechnet jetzt sein? Na gut. Rucksack. Kann ich denn eigentlich Sachen in das Ding rein? Eventuell mit Enf? Muss mal kurz gucken. Nee, funktioniert nicht. Ordnen, Bild ab und Bild auf. Kann ich das? Nach Waffen, alle. Anpassungen, alle. Na gut. Das sind halt nur verschiedene Ordnungen. Aber wie kann ich die in dieses Wegwerfding bringen, ohne die wegzuwerfen? Wie kriege ich die in diesen Müllordner? Das wäre mal ziemlich interessant. Schalte diesen Skin für das Schnellwechselsystem frei, wenn er aus deinem Inventar heraus verwendet wird. Skin freigeschaltet, so. Ja, genau, so ein Skin nimmt Platz weg, ne, weil man den natürlich noch aktivieren muss, klar. Ja, das hier kann zum Beispiel weg, genauso wie das. Und bei dem Ding bin ich mir echt gerade sehr unschlüssig, aber das Ding kann weg. Und das Ding? 15 und 13... Okay, das Ding kann weg und das Ding kann weg. So. Jetzt haben wir erstmal... du hast soeben einen neuen Skin für deinen Charakter. Dankeschön. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit, was irgendwie grün ausschaut. Ja, und das dürfte jetzt erstmal funktionieren. Du hast eine Elementarwaffe erhalten, die Entzündungsschaden verursacht. Entzündungswaffen sind sehr effektiv gegen Fleisch. Sehr schön. Ja, was hätten wir denn so Feines? Ja, das ist diese komische Fleisch-Kaputtmach-Waffe da. Sonst noch irgendwas? Fladorf. Plus 8% kritischer Trefferschaden. Explodiert beim Nachladen wie eine Granate. Gleich mal ausprobieren hier. Will ich ausprobieren. Ey, das ist ja eine coole Waffe. Das ist eine übelst geile Gimmick-Waffe, wirklich. Du kannst eh mal schießen. So, und dann haust du die weg. Dann haust du die wieder weg. Und jedes Mal kommt so eine neue Waffe in deine Hand, ey. Ist das geil. Und ich schieß da bloß. Na, okay, gut. Es gehen relativ viele Schuss dafür verloren.